Der Sir-Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Im Moment leider nicht von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. So, und los geht's, genau. Schau. Also, Rosi. Läuft schon. Ja, läuft schon. Läuft bei uns. Sag was, ich muss gerade trinken. Der Alex muss gerade trinken. Rosé aus der Blechtasse, aber es ist eine, wo die Sir Shackleton drauf ist. Was ich sehr, sehr schön finde. Warum ich eigentlich keine solche Tasse? Muss man sich verdienen tatsächlich. Aha. Schon klar. Ich habe sie nur geschenkt gekriegt, ich kann nichts dafür. Echt? Warum kriege ich sowas nichts? Also gut, ich muss gucken, dass ich so eine Tasse kriege, die ist wirklich schön. Ja, sag mal zu allen Hallo, ich trinke jetzt meinen Rosé. Also erstmal alle Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir haben lang nichts voneinander gehört, weil der Alex so viel unterwegs war. Ich muss auch mal arbeiten. Hin und wieder muss das sein, das stimmt. Aber jetzt sitzen wir endlich beieinander und freuen uns und trinken Rosé aus einer Blechtasse. Wie man hört. Ja, ich musste arbeiten und du hast ja nur Urlaub gemacht. Ich habe nur Urlaub gemacht, ja. Du warst tatsächlich... beim Segeln auf der Ostsee. Auf der Ostsee. Auf der Ostsee, nicht in der Ostsee. Nicht in der Ostsee, wie du es vorher gesagt hast, das wäre dann immer so ein Notfall. Ja. Auf der Ostsee. Es war auch zu kalt. Ja, ach, hör auf, alter Jammerer. Nein, das war wirklich kalt. Und ein ganz widerliches Schiff, glaube ich, hattet ihr, gerne Hallberg Rassi. Eine Hallberg Rassi 352. Oh, auch schick. Ja. In der Tat. Also ich finde sie ganz cool, die kann man nämlich prügeln ohne Ende. In der Tat. Aber ich muss leider gestehen, die Lady ist hübscher. Ja, mei. Ziemlich viel Plastik innen und außen, also viel Plastik innen und außen. Plastik spart Gewicht. In der Tat. Also wir waren ein bisschen, dass man sagt, okay, also toll, ja, gar keine Frage, aber die Lady ist besser. Hübscher. Hübscher. Ja, die hat ja auch einen Kussmund auf dem Segel. Jetzt lass hören, ich meine... Und jetzt ein Namensschild. Das hast du noch gar nicht gesehen. Doch, ich habe irgendwo mal ein Bild, glaube ich, gesehen. Aber nur auf Steuerbord. Weil uns das Backbordschild bei der Montage runtergefallen ist und den Lack abgesplittert hat. Das muss ich jetzt neu lackieren. Was? Ja. Könnt ihr eigentlich? Du. Es ist unglaublich. Ja, es ist uns bei der Montage runtergefallen. In der Werft, Hof, beim Steinlechner ist es uns runtergefallen und ich muss es neu lackieren. Was eh gut ist, weil der Christoph Hagenmeier nicht sehr begeistert von meinen Lackierkünsten war. Das glaube ich ungesehen. Ja, das Schild fand er toll, ne? Aber lackieren hat er gemeint, setzen 6. Boah, ich muss demnächst auch lackieren, fällt mir da gerade ein. Du, die Franzi weiß jetzt, wie man Kanten lackiert. Die hat es gezeigt bekommen. Ja, ja. Ich muss demnächst auch noch was lackieren. Ja, okay. Mhm. Oh, er grinst schon wieder so. Ich frage jetzt nicht weiter. Ich habe ja noch Teile von der Sir, die lackiert gehören. Meine Güte, die Sir. Der Sir geht's gut, die steht im Winterlager. Ist es sicher, dass der gut geht? Ja, der geht's wunderbar. Der geht's richtig die gut. Die ist ein bisschen arg eingepackt. Die ist sehr eingepackt, ja. Ich schaue sie mir ja auch alle 2-3 Wochen an. Ach, gut. Ja, gut. Der geht's gut. Und wir haben ja im Augenblick beschlossen, keine neue Spendenaktion zu starten, weil wir denken, dass der Ukraine-Krieg so viel Leid und so viel Sorge und so viele Probleme verursacht, dass es Menschen gibt, die wirklich Hilfe brauchen. Und wir deswegen sagen, wenn Leute irgendwo Geld spenden, sollen sie es dahin spenden. Ja, aber jetzt stell dir vor, das hört jetzt jemand, der sagt, ich habe so viel Kohle, scheiß doch drauf. Wir werden uns nicht wehren. Genau, also Gegenwehr gibt es keine. Ja, aber das hat jetzt erstmal eine Priorität. Sollen wir Beträge nennen? Wir brauchen, wie viel? 30. 30 und eine Kiste Bier? 2 Kisten Bier. Wie, du trinkst mit? Hallo? Wir müssen das Schiff ja anständig tauchen. Ach so. Ja, aber egal, Ostsee. Ostsee. Wo ging es denn eigentlich los? Also ich weiß es ja, 1000 andere, die zuhören, wissen nicht, ja. Los ging. Die Ostsee ist ja ziemlich groß. Ja, ich fange mal früher an. Los ging es damit, dass ganz viele meiner Gäste, die so gerade irgendwo in Ausbildung sind, zum SKS oder SBF, SFB, nee, BSH, nein, Sportbootführerschein See. MAD, was? S, Sportbootführerschein SBF See und SBF Binnen. Genau, so ist es. Mhm. Also die diese Sportbootführerscheine machen oder die Segelscheine, die sagen, oh Mensch, das ist alles ganz toll in der Segelschule, aber wir würden gerne auch noch so ein bisschen üben. Und dann bin ich da mehrfach angesprochen worden und dachte, ja, schreiben wir mal was zusammen, wie sowas ausschauen könnte. Und dann habe ich es zusammengeschrieben und dann haben da einige Leute tatsächlich
ein Trainingsturn gebucht, wo es darum geht, dass angehende oder erst frisch gebackene Skipper in aller Ruhe die Chance und die Möglichkeit haben, sich mit einem Schiff zu befassen und zu beschäftigen und wie man das bewegt. Ja, und die waren ja auch schnell ausgebucht, was ich so gesehen habe, die zwei Turns, ja. Jeweils eine Woche, glaube ich, war es. Genau, jeweils eine Woche, 4 Gäste. War ja schnell ausgebucht. War schnell ausgebucht. Hat sich das Anlegen der Turns gar nicht rentiert. Nicht wirklich, genau. Es ist ja schon wieder runter von der Seite. Ja, ich habe es dann auch runtergenommen. Ihr seid ja schon wieder zurück. Ja. Und ja, wir sind los in Heiligenhafen, nördlich von Lübeck, gegenüber von der Insel Fehmarn. Tolle Ecke. Ja, Heiligenhafen, du tatsächlich total witzig. Und da gibt es eine traumschöne Strandbar, die von 3 jungen Mädchen betrieben wird. Ist das die, wo es Guinness mit Portwein gibt? Richtig. Ja. es gibt aber noch eine andere. Also Guinness und Portwein gibt es in der sogenannten Bretterbude. Auch ein geiler Name. Super, ist aber ein Riesenschuppen. Aber es ist total witzig gemacht dort, die Bretterbude. Nein, wirklich am Strand gibt es eine Strandbar und da sind Mädels und die machen das auch. Ein sehr, sehr schöner so. Hm? Ja, und die Marina Heiligenhafen, riesige Marina. 500 Plätze. Sehr, sehr schön. Die Strandbar oder die Mädels? Ach, Alex. Da muss ich schon fragen hier. Der Sonnenuntergang, selbstverständlich. Ach so, ja. Ja, dann. Der Sonnenuntergang und die See und das Meer. Weil du guckst ja nicht die Mädels, du guckst ja aufs Meer. Was? Hm. Ja, ich habe 2 Augen, weißt du. Ah, jetzt verstehe ich das Schielen. Daher kommt das Schielen. Ja, jetzt verstehe ich das. Jetzt, jetzt wird ein Stuhl draus. Du. Ja, halber Grassi haben wir schon gesagt. Ich habe ganz bewusst ein kleines Schiff gewählt, damit da jetzt nicht irgendwo die Panik bei diesen riesen Dampfern ausbricht. Sag mal klein für alle, die nicht wissen, was klein und groß ist. 35 Fuß, 10,40 Meter. Ja, das ist ja klein. Ja. Also im Verhältnis, wenn du guckst, die durchschnittliche Charterjacht hat heute 45 Fuß. Ja, ja, dann kannst du auch gleich einen 50er nehmen. Das macht nämlich platzmäßig viel aus. Ist schon wurscht. Dann. Ja, ist schon wurscht. Ja, was haben wir gemacht? Passagenplanung. Ja. Ganz interessant. Da waren die Gäste sehr neugierig und sehr engagiert dabei. Ist kein unwichtiges Thema. Man sollte wissen, durch welches Schießgebiet man durchfährt. In der Tat. In der ersten Woche haben wir auch wirklich alle halbe Stunde über Kanal 16 Fehmarn Belt Traffic bekommen mit den aktuellen Informationen, wann heute wo wie geschossen wird. Ja. Und viele ignorieren das tatsächlich. Es gibt da auch im Mittelmeer gibt es... auch so eine Ecke, das sind Bombenabwurfzonen, da tun die üben mit, keine Ahnung, irgendwelchen Betonschnickknack. In der ersten Woche mehrere Male Funkspruch, Kanal 16. Ja. Unknown Sailing Boat, you are going to, this is German Warship F260, you are going to enter the restricted gunnery area, change your course. Mehrfachst. Also sind einige reingefahren. Ja, du musst dir halt auch mal den Spaß gönnen und an der Grenze von dem Gebiet immer kreuzen. Das macht die wahnsinnig, ist aber super Ausbildung für die Funker auf dem Schiff. Die müssen ja da auch mal ran. Definitiv, das haben die fleißig gemacht. Top-Übung für die Kollegen von der Bundeswehr. die sind dann abends ziemlich angepisst, wenn sie das 74 Mal die Stunde machen müssen. Da war eine Dame, die hat das richtig toll gemacht. Also da habe ich mich schon mal gefreut, wenn der Funkspruch von der kommt, die hat das richtig gut gemacht. Funk zurück, schick mir mal deine Handynummer, ich rufe dich an. Ja, super. Ja. This is German Warship. We are going to crash your boat. Ja, Passagenplanung haben wir gemacht. Also so richtig schön, übersichtlich in einem kleinen Büchlein, das du im Cockpit mit dabei haben kannst. Wegepunktnavigation, von wo bis wo. Was passiert dann? Was erkenne ich? Was sehe ich? Wie ist der neue Kurs? Für wie lange? Was passiert dann? Was erkenne ich und was sehe ich, ist ja immer relativ von Mensch zu Mensch. Definitiv. Es gibt ja da Menschen, die sehen Dinge, das glaubst du nicht. Ja. Und die sehen Dinge nicht, das glaubst du dann auch überhaupt nicht. In der Tat. Wie groß muss die Tonne sein, mein Freund? In der Tat. Ja, sowas soll es geben. Ist aber wichtig und man muss sich eingrooven tatsächlich. Das ist einfach viel, viel machen. Ob jetzt Karte oder Boot, eindampfen oder so Schnickschnack. Wenn du das oft gemacht hast, dann ist dir halt das völlig wurscht, wie viel auflandigen Wind du hast. Du kannst immer ablegen. Und zwar ganz lässig, groovy, extrem cool. Dann kannst du noch eine Kippe im Mundwinkel stecken, schön winken. Beim Ablegen. So machst du das also, mit Kippe im Mund. Naja, ich rauche natürlich auch immer. Ich stell mir das vor. So einen schönen Stift. Ja. Mit einer Hand in der Hosentasche. Genau. Und los geht's, das Manöver. Nee, das ist schon gut, wenn man sowas übt. Also ich bin ja ein Wahnsinns-Fan auch von dieser Eindampferei. Absolut. Weil man sich das Leben leichter machen kann. Das größte Problem ist bei uns Menschen immer, wir sind so ungeduldig. Und das sind Manöver, die erfordern halt Geduld ohne Ende.
Wir haben mit dem Eindampfen haben wir ziemlich viel gearbeitet, Alex. Das ist schön, das ist gut, das ist gut. In Vorleine, in Vorspringen, in Achterleine, ja. In Achterspringen. Wir haben in die Außenleine, Außenachterleine eingedampft. Das ist ein Manöver, das ist sehr unbekannt. Du nimmst die Außenklampe. Ja, lange Leine, weit hinter Schiff, kenne ich, super geil. Drehst du super geil durchs Hafenbecken bei durch. Bei vielen scheitert schon an der langen Leine. In der Tat. Weil die muss ja raus aus dem Schiff und wieder zurück. Rein. Ganz also, genau. Wenn du da 20 Meter zum Poller spannst, dann brauchst du halt mal eine 40, 50 Meter Leine. In der Tat, in der Tat. Aber wenn du das schick vorbereitest, dann gehst halt mit deiner 50 Meter Leine vom Schiff rauf aufs Kai, eierst zu dem Poller, sagst doch Hallo, legst die Leine rum, gehst wieder zurück. Machst es und dann gucken schon die meisten. In der Was Tat. Tut der denn da? In der Tat. Ist der bekloppt? In der Tat. 50 Meter Leine? Was macht der da? Die Leute haben geguckt bei dem Manöver. Das glaube ich dir. Ja, und es war total spannend. Ja, mein Hafenkino, man sagt ja immer schön Hafenkino, aber das ist immer so negativ behaftet, finde ich. Hafenkino kann ja auch was total Geiles sein. Und wenn du dann so eine Nummer fährst und deine Mannschaft gammelt nur auf dem Deck rum und du machst das alleine und dann stehen die da und du bringst Spannung auf die Leine, legst das Ruder komplett verkehrt rein, Richtung Kai dann. Unbedingt. Gibst ein bisschen Gas und du stehst halt dann und es tut sich ja erstmal nichts. Mhm. Und alle schauen und denken sich, boah, das wird jetzt geil, der hat ja mal gar keine Ahnung. Was tut der da? Da bewegt sich ja nichts. Ein bisschen mehr Gas und noch ein bisschen mehr. Und irgendwann kommt die Chose und du eierst da raus und dann siehst, wie die Gesichter lang werden. Mhm. Die gehen dann von Ui Richtung Oh. Und das ist halt dann geiles Hafenkino, oder? Leine auf, reingeholt, gut, schön winken, Hafen verlassen. Mit der Nicht-Hand in der Tasche winken. Ne? Ja, genau. weil die Pinne kannst du ja zwischen den Beinen halten. Wir hatten ein Steuerrad. Das ist, sowas tut man nicht. Also ich finde die Pinne tatsächlich schöner, du hast mehr Feeling. Absolut, also beim Schiff bis 10 Meter würde ich auch sagen, ist eine Pinne, du kannst auch schneller steuern, weil du einfach schneller Ruderdruck herkriegst. Auf dem Meer muss ich dann schon sagen, also so ein schönes fettes Steuerrad, das man gut anfassen kann, das Grip hat, ist dann schon auch sehr, sehr geil. Ja, und anlegen, ablegen, rein in die Box, raus aus der Box. Oder? Alles, also rein in die Box, raus. Wir haben ja dort in Heiligenhafen, hast du ja Dalben. Ja. Und wir hatten die anderen Häfen. Hilf allen mal, die jetzt ein Fragezeichen haben. Ein Dalbe. Ist es ein Dalbe, der Dalbe, die das? Dalbe, der, die das Dalbe? Dalbinnen, Dalben, wie sagt man? Dalben? Dalben, Dalben Stern innen. Dalben Stern innen. Nein, die Dalben sind nicht innen, die sind draußen im Wasser. Dalben sind die beiden. Oder mehrere Pfosten, die im Wasser stehen, vor einer Steganlage mit entsprechendem Abstand, je nachdem wie groß das Schiff sein soll oder sein darf, dass da dazwischen rein darf. Und du fährst also zwischen diese Dalben rein in deine Box, versuchst dann hinten irgendwo deine Leinen, entweder Vor- oder Achterleinen, je nachdem wie du reinfährst. Oder die Mooring zu fangen. Mooring bei Dalben nicht. So, deswegen so ja Dalben. Das würde ich so nicht sagen. Habe ich schon oft auch schon erlebt. Dalben und Mooringleine. Okay. Da hatte ich auch schon so Szenen auf dem Steg, wo ich mir dachte, gut, dass beides da ist. Aber ganz cool, was ich erlebt habe in Lemkenhafen, zauberhafter, hübscher, kleiner Hafen auf Fehmarn. Da sind wir natürlich hinten, mal total spannend, super enge Rinne, mit Stangen im Wasser. Ach, schön. Und da haben wir uns reingefummelt. Und in Lemkenhafen, die Dalben, die haben, das wusste ich auch nicht, haben oben dann Zahlen. Und ich dachte mir, komisch, also es ist ja toll, dass die Boxen durchnummerieren. Aber die eine hat 28, die nächste hat 32, die übernächste hat wieder 29. Also da ist ja keine Reihenfolge drin. Bis ich da gneist habe, die Breite von den Dalben ist das. Ah, die Breite, also 2,30 macht Sinn, weil es ist auch wahnsinnig lustig, wenn du mit einem Dickschiff in so eine kleine Box reinrufst. Was wir logischerweise gleich mal probiert haben, ja. Aber dann gemerkt haben, okay, das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Ah, siehst du. Ja, also das hat einen Sinn. Alles. Learning by doing. Absolut, absolut. Also Dalben ab, an- und abliegen und wir haben ein wunderschönes, tolles Ablegemanöver gemacht in aller Ruhe. Mit Mittelspringen, mit Vorleinen, schön. Mit Eindampfen, mit schön kontrolliert, Zentimeter für Zentimeter, voll kontrolliert, weil ziemlich starker Seitenwind von schräg vorne aufs Schiff. Top, zum Üben. Genau, zum Üben perfekt und haben uns wirklich Zeit gelassen, um wirklich das Schiff Zentimeter für Zentimeter da kontrolliert aus dieser Box rauszukriegen und
haben uns mal entspannt eine Viertelstunde genommen für den Ableger. Also Viertelstunde? Ja, für einen Ableger, okay. Ja, für einen Ableger. Ja, dann. Ja. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, das sagen wir jetzt auch ganz laut an alle Motorbootfahrer, auch für euch sehr sinnvoll. Eindampfen, ausdampfen, lernt es. Das Motorboot heißt nicht, dass ihr immer überall wegkommt. In elegant. Der Tat. In der Tat. Für Motorboote auch total geil. Machen die wenigsten tatsächlich mit dem Motorboot. Die genieren sich, die wollen immer schnell weg anscheinend. Mhm. Kannst du aber auch ganz geile Sachen fahren dann mit solchen Geschichten. Vor allem, was mir aufgefallen ist, wir hatten in der zweiten Woche, in den letzten beiden Tagen, Alex, hatten wir so viel Wind, dass wir nicht auslaufen durften. Was? Also es war über 7 und da darfst du nicht mehr raus. Und, was ist das für eine Kackregel? Das steht im Chartervertrag. Echt? Mhm. Oh mein Gott. Ich wollte auch nicht raus. Also das war echt zu viel. Aber wir haben gesagt, das ist alles wunderbar, weil Thema Hafenkino. Ja. Ich habe gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, weil die Schiffe ja rein und rauskommen. Ne? Wir schauen uns jedes an. Du kannst immer lernen. Entweder, wie es richtig gut geht oder wie du es auf gar keinen Fall machen sollst. Genau. Aber du lernst bei jedem. Beides ist hilfreich. Genau. Immer. Und wir haben Anlegemanöver, haben wir beobachtet von echt ganz toll. Eben mit den Dalben, dass da die Leute erstmal entspannt, also die, ne, ganz entspannt hin, sich erstmal breit längsseits vor die Dalben legen, außerhalb der Docks. Ja. Erstmal ran, Mittelspringen, Achterleine oder erstmal liegen. Dann in aller Ruhe sich sortieren, sich die Lage anschauen, wie ist der Wind, wie klappt das, mit welcher Leine zirkel ich mich da rein, dann schön in Luft die Mittelspringleine gelegt, ganz vorsichtig eingedampft, Achterleine gefiert, hinten bei der anderen Seite des Dalbens, wo du das Heck dann sozusagen reinzirkeln musst, bis auf 10 cm, aber voll kontrolliert, Schiff bei starkem Wind, ne, Schiff in aller Ruhe eingedreht, ganz entspannt, rechtzeitig die Vorleine dann hingemacht. Geht alles. Geht super, hat 10 Minuten gedauert, aber... Ja, da ist halt auch Geduld gefragt. Also bei sowas ist Geduld gefragt und das haben viele, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Wir haben auch erlebt, dass die Schiffe da reinschießen und dann hat halt irgendwas nicht funktioniert und dann stehst du in den Dalben, also zwischen Steg und Dalben, stehst du quer und der Wind drückt dich auf die Dalben und da ist bei einem sogar der Mast runtergekommen. Was halt da auch viel mit reinspielt, finde ich, du siehst auch relativ schnell, wer fährt da sein eigenes Schiff und wer hat sich eins geliehen und hat sie noch nicht eingegruft auf so einen Dampfer. Wobei ich du brauchst ja ein bisschen, bis du dich gewöhnst, Drehpunkt etc. Wobei ich immer das dachte, ja, wenn du dein eigenes Schiff hast, dann beschäftigst du dich damit. Oh Alex, ich habe da Eigner gesehen. Die beschäftigen sich dann nicht damit. In der Tat. Sowas sollst du. Ich schenke mir noch einen Rosé ein. Gell? Ja, mach. Ja, mach. Der ist lecker. Ja, vor allem aus der Blechtasse. Ich hätte ja gern so eine schöne Serschenkel. Aber gut, ich nehme auch die. Also wenn irgendjemand so eine schöne Tasse hat für einen Klaus, dann soll er sie ihm bitte schicken. Wir bestellen die. Die könnt ihr kaufen bei uns. Echt? Ja, ja. Auf meiner steht aber Alex drauf. Ja, ja, da schreiben wir dann auch. Mit einem Herzchen. Boah. Ein hellblaues Herzchen. Zieh dir das rein. Boah, mit einem hellblauen Herzchen. Hey, das ist mein Rosé. Hallo? Alex. Tasse. Ja, Comeback-Becher. Kamerad. Geil. Ja. All we have is now. Boah, wie geil. Ja, so ich will sowas haben. All we have is now. Ich will sowas haben. Naja, was haben wir noch gemacht, Alex? Wir haben selbstverständlich Hafenmanöver trainiert. Aufstoppen, enger Kreis, drehen auf der Stelle, rückwärts fahren mit dem Langkieler. Die Klassiker. Die Halberg schön. Ist ja ein Langkieler. Ja, ja. Ja, rückwärts fahren mit dem Langkieler. Also maximale Kontrolle übers Schiff und immer schön langsam. Low speed, low damage. Slow is pro. Yeah, sagt man da. Absolut. Slow is pro. Auch da haben die fleißig geübt und fleißig trainiert. Das haben wir gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Also Passage habe ich schon gesagt. Und natürlich die Segelmanöver. Wir hatten Segel oben. Also ich weiß nicht. Doch, wir haben Segel oben. Du warst auf dem Schiff und es waren Segel oben? Ja, ich weiß. Also natürlich stramm eingerefft, selbstverständlich. Safety first, my dear. Safety first, ja, ja. Aber da haben wir natürlich Segel setzen, Segel bergen, Segel reffen. Mhm. Ja, das Reffen gehört ja auch dazu, das ist ja auch ein Manöver. Reffen ist ein Manöver. Muss man mal ganz klipp und klar sagen, Reffen ist ja kein Blödsinn, sondern es ist tatsächlich ein Manöver und es ist sehr schlau, wenn man das kann. Absolut. Also man muss es nicht immer machen, so wie der Klaus, doch. Beim schönsten Wetter, doch. Zweites Reff ja, und ja. Poolmütze auf. Selbstverständlich. Aber wichtig ist tatsächlich, dass man das Manöver kann. Also, dass wenn man reffen muss, dass es tatsächlich funktioniert. Und zwar in so kurzer Zeit wie möglich. Weil wenn du dann tatsächlich in die Bedrängnis kommst, mal irgendwo mitten auf dem Meer, du musst reffen, dann muss das klappen. Ich habe es am Sonntag erlebt. Das ist ein Abwind. Was war am Sonntag? Letzten Sonntag auf dem Ammersee war ich mit Gästen unterwegs. Wunderschön. Gewittrige Stimmung. Ja, war schon klar, es kommt ein Gewitter. Alles wie immer schön beobachtet und gut aufgepasst. Und im Nordwesten hat sich ein Gewitter gebildet.
hast du schön gesehen, es hat dann noch geregnet, hat auch geblitzt und es zog so stramm, stramm Norden, Ammersee, zog das dann Richtung Osten durch und irgendwie sah die Wolke merkwürdig aus. Ich kann es dir nicht sagen, aber du kennst es ja selber, ja, du hast ein komisches Gefühl im Bauch und sagst, oh, die lass mal nicht aus den Augen. Und huh, und war noch wenig Wind und dann kam die Starkwindwarnung, da dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal das erste Reff einzubinden. Das habe ich dann noch gemacht. Und dann kam der Wind und der war schon ganz schön kräftig und da dachte ich, oh, da binde ich jetzt das zweite Reff ein. Und das ist, was du sagst, ja. Wenn du dann nicht weißt, wo du hingreifst, weil das Segel schlägt, es ist laut. Vor allen Dingen, so wie du das jetzt erzählt hast, auch ein super geiles Beispiel. Dann tue ich jetzt das erste Reff rein. Ich meine, in dem Moment musst du dir eigentlich schon überlegen, tue ich das erste rein oder tue ich gleich das zweite rein? Ganz richtig. Dann habe ich hinterher nicht mehr den Affentanz auf dem Schiff, wenn es zufällig reinpfeift dann auf den Schlag. Das heißt ja bei uns oft, dass das Gewitter schleicht da oben rum und kommt dann nochmal zurück und haut dir so richtig auf die Mütze. Das Gewitter, Alex, ist nicht mehr zurückgekommen, aber wir hatten einen Abwind. Sehr schön. Und der war mein Lieber. Ja, aber die Lady kann es ja schon prügeln. Die Lady kann super, aber da war auch, also ich war froh, dass sie das zweite Reff drin hat und dann kam im Norden, hast du gesehen, Wasser, tief schwarzer Strich. Schön. Da dachte ich mir, ups, das wird mir jetzt zu viel. Das muss ich jetzt nicht haben. Und das hat keine 3 Minuten gedauert, dann hat es da gepfiffen, du. Und zwar richtig. Also von daher, Reffen in aller Ruhe, auch wenn es eben pfeift, weil dann die Segel schlagen. Ja, das Schöne Kräfte ist, dann, wie sagt man das? Oh ja, jetzt weiß ich. Vorausschauendes Reffen ist hilfreich. Aber mit der Beschränkung nicht einen Tag vorher, so wie der Klaus, sondern Vorausschauen. Nicht einen Tag vorher, sondern vielleicht eine Viertelstunde vorher. Ja. Du läufst da schon gerefft aus. Selbstverständlich. Du stehst in der Früh schon gerefft auf. So, manchmal. Ich stehe zerknittert auf und gerefft. Oh, ich bin heute so langsam. Ja. Naja, also das haben wir geübt. Ja, wunderbar. Dann haben wir selbstverständlich geübt Beidrehen. Das vergessene Manöver. Du meinst Beiliegen. Beiliegen. Ein geiles Manöver, ist der Hammer. Die Teilnehmer waren da auch total begeistert, weil die sagen, ja, das ist ja fantastisch, das Schiff liegt ja völlig ruhig. Ich sage, ja, du kannst jetzt stundenlang, liegt das so. Ja, vor allen Dingen, du kannst schön arbeiten. Die Bordwand ist niedriger, im tatsächlichen niedriger, also wenn du jemanden reinziehen musst. Das ist alles ziemlich cool. Je mehr Wind, desto schöner liegt das Ding drin. Absolut. Und desto tiefer und desto einfacher ist es, so einen Fettsack wie mich zum Beispiel da reinzuziehen. Kein Problem, ich habe aufgerüstet, mein Lieber. Oh, jetzt kommt's. Ich habe aufgerüstet, ich habe mir eine Bergetaille gebaut. Eine was? Eine Bergetaille. Ach du Scheiße. Mit Haken und allem drum und dran und da kriege ich selbst dich. Ja, gut, ich bin ja jetzt nicht so. Du bist schwer. Dünn, ja, du bist dünn geworden. Ich achte auf meinen Körper. Schon klar. Hallo, schon klar. Mein Körper ist ein Tempel. Ja, genau. Also ich habe aufgerüstet, Bergetaille habe ich dabei und habe ich den Teilnehmern auch gezeigt. Und Gesamtinvestition, Bergetaille mit zwei Blöcken mit jeweils drei Scheiben. Ui, ich habe noch was für die Lady. Das ist ja super. Ich habe noch was für die Lady. Ja. Ein Brustgurt, dass man sich hinauslegen kann, wenn man richtig Wind ist. Also, so ein Trapezgurt, oder? Ja. Ja, geil, beim 5-Tonnen-Schiff. Ja, das ist, hallo? Ja. Hebelwirkung ist alles. Das kommt auf das Gewicht. Aber Alex, gerne. Da können wir es krachen lassen. Super. Ich hab den Bootsmann. Bis das Großsegel im Wasser liegt. Ja, super. Mit mir. Viel Spaß. Ich habe den Bootsmannstuhl von der Sir gefunden. Der muss nur sauber gemacht werden, weil der muss auch noch raus. Ah, hast du dreckig gemacht. Wieder nicht aufs Zeug aufgepasst. Ja, der ist noch vom Untergang dreckig. Ich habe es noch nicht sauber gemacht. Ja, also soweit zum Ostsee-Turn. Das haben wir gemacht. Und wenn die Halte, logischerweise, ganz klar. Ja, das gehört dazu. Ja, ist ja auch immer ein total geiles Thema. Was ist gefährlicher? Das Wenden oder das Halse? Ja, ich habe ja da eine klare Meinung. Ich glaube, dass die Halse kein gefährlicheres Manöver ist. Ich glaube, dass sie nur bei einer großen Yacht anders gefahren werden muss, als es hier und da ausgebildet. Man muss das Handwerk beherrschen, tatsächlich. Allerdings muss ich auch sagen, ab einer gewissen Windstärke würde ich dann die Kuhwende bevorzugen. Ja, ist aber auch immer Entscheidung in der Situation. Ich sage mal, Leben in der Lage. Du musst halt entscheiden, was tue ich dann? Ja. Dann tue ich dieses oder jenes. Ja. Ist ja nichts immer vergleichbar. Du fährst ja nicht 1000 gleiche Wänden oder Halsen. Das ist ja immer das Problem. Darum ist es auch sehr, sehr, sehr schwer zu unterrichten. Du kriegst ja eigentlich bei so einem Schein, kriegst du mal so die Grundfähigkeiten mit so einem halbwegs guten Plan. Das kannst du so fahren, das kannst du so fahren. Da ist aber alles an Einflüssen ist ja da noch gar nicht drin, was du dann ständig hast.
trifft Wind und was es alles gibt in der Natur, was dich hin und her beutelt beim Fahren. Das ist ja total lästig. Zu wenig trinken an Bord. Das ist ein Riesenproblem. Du weißt ja, Manöverschnaps. Gab's keinen. Einer lässt einen Tampen fallen, sagt Manöver. Kein. Und schon wird eingeschenkt. Aber ich muss dir das erzählen. Wir waren in Burg Staaken auf Fehmarn. In Burg Staaken ist ja auch ein geiler Name. Super. Ich grüße alle aus Burg Staaken. Burg Staaken ist geil. Echt? Muss ich da mal hin? Da musst du hin. Da gibt es einen super geilen Segelladen. Okay, jetzt kommt's. Der Segel macht, ein Segelmacher. Einen richtigen, echten Segelmacher noch? Der ganze Laden ist ein großer Schnürboden und in der Mitte am Rand ist ein Loch. Da steht er drin. Aber so ebenerdig. Ja. Und da ist ein Loch, da steht er ein bisschen hier drin und macht ihn. Der macht rückenschonend arbeiten. Definitiv. Hallo. Der macht super geile Segeltaschen. Okay. Ich habe leider schon 5 Taschen, sonst hätte ich mir sofort eine bestellt. Macht er, wie du es haben willst, aus Segeltuch. Geil. Richtig gut. In Burg Staaken gibt es eine Marina, da waren wir da mal an Fingern Anker gelegt. Finger ist vom Steg ein nochmal Steg im 90-Grad-Winkel, der vom Hauptsteg weggeht und an diesem Finger machst du fest. Mhm. Auch eine besondere Anlegesituation, dass die Herausforderung beim Finger ist, dass dein Schiff üblicherweise länger als der Finger ist. Das heißt, du musst in jedem Fall mit einer Vorspring arbeiten, weil die Achterleine das Schiff nicht daran hindert, vorne in den Steg reinzurauschen. Ja. Das heißt, du musst von vorne eine Spring legen, die das Schiff bremst oder hält, damit es vorne nicht rein. Aber das ist nicht, was ich erzählen wollte, aber da haben wir auch angelegt und auch bei Starkwind abgelegt von der Seite. Was definiere Starkwind? Wir haben ja da leider unterschiedliche Ansichten. Ja, da hat es schon mit 5 geblasen. Ah, also normaler Wind. Ja, normaler Wind. Aber für Ablegemanöver schon ordentlich. Das hat schon geheult. Für Ablegemanöver ist es spannend, ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Auch wieder mit Eindampfen. Zum Üben ist es halt schon richtig geil. Da. Perfekt, vor allem, weil du siehst, wie viel Kontrolle du mit Leinenhandling und Maschine in das Schiff reinkriegst. Unglaublich. Und dann kommt ja auch dieser lustige Punkt dazu. Ist ja, ich komme ja auch auf viele Schiffe, manchmal ist das echt eine Katastrophe. Wie sind denn die Leinen vorbereitet? Weißt, wenn dann wieder einer so ein Wuling drin hat, den du zu dritt in einer Woche lösen kannst. Also das ist halt alles Arbeit der Seemannschaft, gell, wie man so schön sagt. Alex, ich habe meine Crew derart genervt, weil bei mir musste hier immer alles aufgeschossen. Klarieren, ich habe immer gesagt, und schön klarieren. Ja. Leine. Schot benutzt und schön klavieren. Und die haben mich gesagt, Klaus, und schön klavieren. Ja, das vergessen die nie. Immer tritzen, bis das Ohr blutet, ja. Weil es tatsächlich wichtig ist. Und absolut. Du kannst alleine auf unterschiedliche Arten aufschießen oder bereitlegen, sage ich jetzt mal. Und da muss man schon auch wissen, was man tut. Und also bei uns an der Wasserwacht zum Beispiel, die haben immer schön diese Achterpäckchen gemacht, sage ich mal. Und irgendwann habe ich angefangen, das mal bei uns so zu machen, wie ein Segler das macht. Da haben sie immer gesagt, das ist doch nicht aufgeschossen. Dann sage ich, natürlich ist das aufgeschossen. Und es hängt da wunderbar. Und wenn ich es brauche, lange ich da hin. Ich lange nur da oben rein, Eingriff, zieh an und kann es sofort werfen. Und die Leine geht komplett auf. Und das ist schön an der Reling festgemacht. Es trocknet da auch gut. Und so weiter und so, da gehen dann die Details los. Mhm. Also müssen die Leute lernen. Die müssen in der Nacht um 3 anrufen, klarieren und die müssen sich sofort ordentlich die Schuhe binden. In der Tat. Ja. Also ich bin da auch ein totaler Fan, weil mit nicht aufgeräumten Leinen, erstens, wie du sagst, du brauchst sie, dann sind sie nicht klar. Ja. Dann hast du da einen Knoten drin, dann kommt Hektik ins Spiel. Und ich finde die Verletzungsgefahr bei nicht klarierten Leinen, wenn die im Schiff so rumliegen, ja, und dann ist die Großschot mit der Genua-Schot vertüttelt und also genau. Du hast einen Fuß noch drin. Ja, und dann hast du auf einmal auf dem Schlag einen Achterwind, du musst auf dem Deck rumtanzen, Sauladen ohne Ende, du hast einen Haufen Spaghetti rumliegen. Ja. Katastrophe. Das kostet dich halt Zeit und Zeit kann tödlich werden dann. Also, wir Burg Staaken Marina bei Fingern mit langer Leine abgelegt. Alles schick, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Wir sind dann, in Burg Staaken gibt es auch so einen alten Hafen. Und es gibt ja alte Häfen, die sind hässlich. Mhm. Es gibt alte Häfen, die sind schön. Mhm. Und es gibt alte Häfen, die sind schön hässlich. Okay, jetzt bin ich dabei, ja. Ja, und der war schön hässlich. Also Burg Staaken ist, du merkst so richtig, das ist noch ein Fischerhafen. Mhm. Das war mal ein Frachthafen, in dem Getreide, was weiß ich, ja umgeschlagen wurde. Weil das Rum. Glaube ich nicht. Rum. Da stehen noch große Silohäuser und Lagerhäuser. Okay, da ist noch ein Kran, da ist eine Spundwand und das Becken. Also, und das aber schön. Also jetzt nicht schön im Sinne von pittoresk, sondern schön im Sinne von, du spürst da noch, hier wurde mal
gearbeitet. Also da wurde tatsächlich gearbeitet. Da das ist kein Touri-Hafen. Nein, das ist kein Touri-Hafen. Und in den kannst du reinliegen, wenn Platz ist und wenn kein großes Schiff kommt. Und da lagen wir zweimal und es war schön an der Spundwand, längsseits und super. Also wir hatten zweimal einen geilen Platz direkt vor der Hafenkneipe. Also perfekt. Schiff angelegt, 30 Meter Hafenkneipe. Und mache ich gerne mal in Malilo-Shin. Also wer mal Richtung Malilo-Shin segelt, sollte man übrigens machen, wenn man im Mittelmeer unterwegs ist, mal nach Malilo-Shin. Richtig geil, in eine Insel reinzusegeln. Da parke ich auch immer direkt vor dieser Pizzeria. Der Ober kommt nämlich direkt aufs Schiff. Der hat 6 Meter zum Laufen, der kommt mit Tablett, das ist so geil. Ja, super. Er sitzt in deinem Cockpit und sagt, ah, du, jetzt bringst eine Calzone und so eine Flasche Rotwein und Ramazzotti für alle. Der hat was. Also wenn du so direkt an der Hafenkneipe cool anlegen kannst. Sehr cool. Saugut. Ich liebe es. Haben wir gemacht. Wunderschönes Wetter. Wir angelegt. To check. Alles schick. Alles fein. In der Hafenkneipe. So fein. Wir also am Abend an Bord gegessen. Alle miteinander. Und die Crew hauptsächlich schon irgendwie müde. Und ja, jetzt nicht mehr so. Und der Klaus und ich. Also einer der Mitsegler. Klaus vom Kraftbräu. Der Klaus mit C. Der Klaus mit C. Und ich, wir wollten noch nicht ins Bett. Und dann gesagt, wir gehen jetzt nochmal los. Wir trinken jetzt noch einen in der Hafenkneipe. Aber die eigentliche Hafenkneipe zum Goldenen Anker. Wie geil. Oh, ich liebe es. Sehr cool. Die war schon zu. Aber auf der gegenüberliegenden Seite des Beckens gab es nochmal eine Hafenkneipe. Ah, ein die, rotes Licht war zu sehen. Die Haifischbar. Nein. Doch. Nicht dein Ernst. Die Haifischbar. Da muss ich hin. Total. Eine echte Hafenspelunke. Also vom Stil so späte 70er Jahre. Mit vielen Spielautomaten. Super geil, da muss ich hin. Und wir da rein. Also echt ein Besuch wert, ja, definitiv. Und mit einer Kellnerin. Und dann haben wir unser Bier getrunken. Und dann wollte der Klaus zahlen, ging da hin und kam zurück, ein bisschen erschrocken. Und dann sagte Klaus, die Kellnerin hat gerade gesagt, im tiefsten Kehligen, wollt ihr schon gehen? Darf ich euch kein Bier mehr bringen? Hm. Und wenn der Klaus mit C schon mal ein bisschen guckt, ne? Ja. Dann. Also, das hätte die zu mir auch sagen können. Dann hätte ich gesagt: Gut, bring noch eine Runde. Bring noch eine Runde, scheißegal. Darf ich euch kein Bier mehr bringen? Ja, ich meine, die schaut aufs Geschäft. Sehr, sehr gute Angestellte. In der Tat. Zacki, zacki, in, der Tat. In der Tat. Also, da waren wir in der Haifischbar in Burg Starken. Heißt zu empfehlen. Okay. Jetzt fällt mir gerade was total Bescheuertes an. Ich bin jetzt offiziell, ich habe mir was gekauft. Das war gar nicht mal. Der Alex geht jetzt. Der Alex verschwindet jetzt. Er hat irgendwas offensichtlich gekauft. Ich habe keine Ahnung. Er sucht es gerade. Ich höre ihn krusteln. Jetzt habe ich es. Er hat es gefunden. Er kommt wieder. Eine offizielle Seglerklamotte. Okay, jetzt kommt's. Ich ziehe es jetzt mal nicht an den Hals, nur mal so hin, dass du das siehst. Kenne ich doch. Hast du doch letztens schon angehabt. Ahoi, Rammstein. Ja, voll gut, oder? Ich habe ein T-Shirt gekriegt. Also das Ahoi, das O in Ahoi ist ein Totenkopf. Ja, voll gut. Jetzt bin ich offiziell Segler. Ich habe jetzt ein Ahoi-T-Shirt. Der Hammer, oder? Ja, ich muss mir unbedingt noch einen Hoodie von Sea Shepherd besorgen. Warum? Weil ich Sea Shepherd geil finde. Ja, aber die Hoodies, die haben immer Leute an, die von Seefahrt keine Ahnung haben. Das stimmt. Ja. Naja, ja. Ja, ja, der Prozentsatz ist sehr hoch. Ja, na gut. Aber Sea Shepherd ist gut. Aber so weit war es auf unserem Ostsee-Turn. Okay, also können wir zusammenfassen, viel geübt, viel gesoffen. Nee, mehr geübt wie gesoffen. Viel mehr geübt als gesoffen. Und heiße Empfehlung, also Fehmarn, toll. Und das Revier jetzt erstmal zum Üben, toll, weil Fahrwasser, Tonnen links, rechts, rot, grün. Super geil da oben. Untiefentonnen, Gefahrentonnen, Kardinalstonnen, enge Fahrwasser, also so enge Fahrwasser, dass du 2 Meter neben dem Schiff das Gras aus dem Wasser rauskommt. Top. Das ist doch und super. Du dich da durchfummeln musst. Wenn du da sinkst, kannst du zumindest stehen. Du hast keine Sorge, du kannst heimlaufen. Ja. Ne? Alles gut. Top. Also hier das ganze Programm, wirklich sehr schön. Schönes Revier. Auch Fehmarnsund, ne, durch die Brücke durchfahren. Mhm. Da, Oh, du, weil du Sund sagst, ich habe auf meinem Podcast-Folgenzettel noch ein cooles Thema. Ja. Ganz kurzer Satz. Der Unterschied zwischen Sound und Sund. Keine Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung, ja? Aber du. Kriegen wir noch alles hin. Dann, da machen wir mal eine fette Folge. Das wird total lustig. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass das so bekloppt wird wie Longitude Act oder Longitude whatever. Ja. Da kriegen wir noch was. Damit über die Wikinger müssen wir auch noch reden. Was? Die Wikinger. Nee, das, du hast ja schon Thors Hammer um den Hals. Ja, und zu 70% Wikinger. Und Hohen Ester, die aus dem Hohen Osten. Genau, so schaut es aus. Ja, das war's schon mit eurem Ostsee-Turn. Das war echt fad. Ja, total. Ja, Wahnsinn. Ja,
Ja, dann lassen wir es gut sein. Ja, so machen wir das. Jo. Schön war's. Ja, genau, sage ich auch. Dann, wir hören uns. Dann bis neulich, ich brauche noch einen Rosé. Ich brauche auch noch einen Rosé. Ja, aber ich will so einen Becher. Was? Ja. Ich habe so einen Becher nicht für dich. Ja, dann nehme ich den da. Na, hör auf zu bechern. Also, in diesem Sinne. Ciao, ciao. 40.